Ja, auch von meiner Seite herzlich grüß Gott zusammen. Ich bin die dritte im Bunde der Grußworte, nachdem ich aber vermute, dass ein längeres Grußwort auf Kosten meiner Keynote geht, die gleich im Anschluss folgt, werde ich das jetzt sehr kurz halten, da ich ja inhaltlich nachher noch etwas ausführen kann. Ich begrüße Sie in dreifacher Weise, zum einen als Präsidentin einer Universität, die das Thema Third Mission in ihrem Leitbild und in ihrem Strategieplan ganz oben platziert hat. Zweitens als mit Antrag stellende Hochschule im Dialogforum und drittens als eine Hochschule, die seit etwa 2 Jahren auch im Netzwerk Bildung durch Verantwortung ist und in diesem Kontext auch schon an mehreren Tagungen und Sitzungen teilgenommen hat und sehr viel Inspiration aus diesen Sitzungen mitgenommen hat und vor allen Dingen auch sehr viele strategische Überlegungen, wie Sie nachher sehen werden, die dann auch in die Hochschulentwicklung mit eingeflossen sind. Nachdem der Laptop offensichtlich fremdgesteuert ist, muss ich jetzt schauen, ich habe es vorher mitverfolgt, ob ich jetzt in fließendem Übergang zur Präsentation gleich einsteigen kann. Ich freue mich, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, Ihnen aus unserer Universität einige Strategien, und zwar im Kontext von Einheit, Forschung und Lehre, mit, Sie haben es vorher erwähnt, Mehrwert für Wissen, Kirche und Gesellschaft vorzustellen. Das möchte ich aber noch nicht tun, bevor ich all denen gedankt habe, die nicht nur unser Engagement, sondern auch das Engagement, was sich hier in unserem Zusammensein abbildet, unterstützen. Ich schaue sie jetzt nochmal an, auch finanziell unterstützen, aber auch die vielen, die organisatorisch ein solches Netzwerk mittragen, unterstützen und alleine die vielen Menschen, die hier im Raum sind, zeigen schon, dass eigentlich sich hier das im Kleinen schon abbildet, was wir im Großen wollen, nämlich ein Zusammentreffen von Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Hochschulen und. Und das finde ich ein sehr schönes Zeichen. Und wenn das Ambiente dann auch noch so wunderschön ist wie hier, kann eigentlich alles nur gut gehen. Ich würde ganz kurz ein paar Worte zu unserer Universität sagen, die wichtig sind, um zu verstehen, warum auch die strategische Entwicklung ganz stark die Third Mission mit in den Blick nimmt. Sie können sich optisch einen kleinen Eindruck machen zum Profil der Universität. Wir liegen relativ abseits, andererseits in der Mitte Bayerns, im Altmühltal, Eichstätt mit 14.000 Einwohnern und einem zweiten Standort in Ingolstadt. Wir sind, und das ist nochmal ganz wichtig, die einzige katholische Universität im deutschen Sprachraum, haben also deshalb auch nochmal eine besondere Verantwortung, insbesondere auf das Thema gesellschaftliche Herausforderungen und Verantwortung. Wir haben, und jetzt sehen Sie gleich das Verhältnis, wir haben 5.400 Studierende, und wenn Sie das mit der Einwohnerzahl von Eichstätt vergleichen, wird deutlich, dass etwa ein Drittel der Stadt eigentlich Universität ist und hier ein ganz enges Zusammenspiel zwischen Politik, Zivilgesellschaft, Stadt und Universität auch stattfindet. Insofern ist natürlich die Universität auch in einer profilierten Lage, was solche Entwicklungen betrifft. Wir haben insgesamt 8 Fakultäten, die sehen Sie gleich. Schwerpunkt ist auf den Geistes-, Kultur- und Wirtschaftswissenschaften. Wir haben keine technischen Bereiche und fühlen uns jetzt insbesondere beim Transfer natürlich auch nochmal für den sozialen Bereich zuständig und verantwortlich. Wir werden staatlich zu 80% finanziert, 20% von der Bischofskonferenz, sind in kirchlicher Trägerschaft aber staatlich anerkannt und nachher für den Bereich auch Service Learning im globalen Bereich ist nochmal wichtig, dass wir in einem großen globalen Netzwerk auch aller katholischen Universitäten sind. Zu den Fakultäten ist es interessant, dass wir 6 Universitätsfakultäten und 2 Fachhochschulfakultäten haben, die natürlich an für sich schon mal nochmal für eine andere Transferfunktion stehen als die universitären Fakultäten. Und wir gerade versuchen im engen Zusammenspiel bestimmte Themen von beiden Seiten auch zu bedienen. Zu unserem Profil, die jetzt diese Mehrwertstrategie auch begleiten, fange ich mit der Folie an, die Studierenden in den Blick nimmt. Es sind ja auch viele unserer Studenten mit im Publikum und haben die Tagung mit organisiert. Wir legen als Universität und als katholische Universität besonders großen Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung, das sagt sich so leicht.
was heißt es und wie macht man das? Nur ein paar Eckpunkte dazu. Wir haben in allen unseren Curricula relativ viel Freiraum geschaffen, bis zu 30 ECTS, in denen Studierende sogenannte persönlichkeitsbildende Module auch mit einer großen Eigenverantwortung ablegen können, zum Beispiel Module im Bereich Service Learning. Wir haben aber auch von Studenten selbst organisierte Module. Dazu zeige ich Ihnen nachher noch ein paar Beispiele. Dazu gehört aber auch, dass Studierende schon während ihrer Studienzeit beraten werden, auch im Hinblick auf ihr Engagement beraten werden, denn man kann sehr gut engagiert sein und auch berufsspezifische Kompetenzen miteinander verbinden. Wir sind sehr international ausgerichtet, obgleich von der Lage eher regional vernetzt, haben viele Partneruniversitäten und das sind jetzt die zwei Bereiche, die für das Thema ganz wichtig sind. Wir haben in jedem Studiengang verbindliche Auslandsfenster und Semester und ein internationales Service Learning Programm, das unsere Studierenden auch ermöglicht, an internationalen und globalen Projekten teilzunehmen. Das studentische Engagement wurde schon erwähnt, ausgeprägt ist das ehrenamtliche Engagement der Studierenden. Wir haben viele etablierte Programme, TUN Starthilfe, die sich jetzt auch im Rahmen der Tagung vorstellen für Flüchtlinge, aber auch Projekte im Bereich von Nachhaltigkeit, Bildungsprojekte in Afrika und so weiter und so weiter. Ein Beispiel, jetzt im letzten Sommer haben unsere Studierenden eine Sommerschule mit und für 800 Geflüchtete selbst organisiert, durchgeführt, veranstaltet, bei dem es um Sprache, Kultur, ein Rahmenprogramm und viele Initiativen gegangen ist. Ein anderes Stichwort ist die Nachhaltigkeit. Wir sind eine der wenigen Universitäten, die EMAS zertifiziert ist und auch die Nachhaltigkeit im Kontext der päpstlichen Enzyklika Laudato Si nochmal mit einer neuen Bedeutung in den Mittelpunkt rückt. Haben dazu auch mehrere studentische Initiativen, wie zum Beispiel ein großer Dialog of Sustainability, der nächste Woche stattfindet. Wichtig ist, dass Studenten diese Konferenz organisiert haben zum Thema Nachhaltigkeit. Es ist die größte im deutschsprachigen Raum. Und für zwei Tage treffen sich Studenten, Doktoranden mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kirche, um über Integration und nachhaltiges Handeln nachzudenken. Kein Professor, kein Dozent unterstützt die Organisation. Natürlich sind Input-Vorträge auch von den Kollegen da, aber die Organisation liegt ganz allein bei den Studierenden. Bevor ich zu Mission und Vision und dann auch den ersten Strategien komme, wollte ich Sie noch mal kurz mit einem Bild oder mit einer Bildercollage konfrontieren, wo man hoffentlich auch wahrnehmen kann, dass dieses Third Mission nicht nur ein Thema ist, was vielleicht sich eine Hochschulleitung überlegt, sondern dass mit einhergeht eine gelebte Kultur. Man braucht einen Boden dafür, der sich widerspiegelt in vielen Aktivitäten. Das heißt auch Platz zu haben, um gemeinsam Musik zu machen und Kunstprojekte mit der Zivilgesellschaft. Gerade läuft ein großes Projekt in der Kunst zu malen mit Alzheimer-Patienten, wo Studenten und Kollegen im Altersheim begleitet von Fachkräften und Therapeuten ein größeres Projekt starten. Ich glaube, das bildet sich so ein bisschen auch in den Bildern ab. Zu unserer Mission und Vision. Wir sind als katholische Universität, es gibt für alle katholischen Universitäten eine apostolische Konstitution, die sowas wie ein Rahmenpapier ist. Das brauchen Sie jetzt nicht ganz lesen. Und in dieser ist festgehalten, ich nenne ein paar Stichworte, schon alleine, dass der Beitrag der katholischen Kirche durch Forschung und Lehre und durch die verschiedenen Dienste, die sie in örtlichen, nationalen, internationalen Gemeinschaften zu deren Nutzen erbringen, ein wichtiger Punkt ist. Und bei uns, das ist jetzt leider ein bisschen verrutscht, beim Übergang vom Mac zum PC, ist die Frage, ob bei uns die Third Mission nicht die First Mission ist, was dann auch bedeutet, dass wir von der Darstellung nochmal anders vorgehen müssten, nämlich dass im Grunde die First Mission ganz unten als Sockel und Grundlage steht und Forschung und Lehre darauf aufbauen. Dass das nicht ganz einfach ist, da werde ich nachher zukommen, aber von der Leitidee müsste es die First Mission sein. Nochmal ein Punkt, der überraschend fast deckungsgleich ist mit dem
Papier von 2015 aus dem Wissenschaftsrat zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen, ist auch in einer unserer wichtigsten Leitpapiere enthalten, dass das Studium der schwerwiegenden Probleme unserer Zeit mit einer Rolle spielt oder eine wichtige Rolle. Dann werden eigentlich alle aktuellen Beispiele genannt und dann die Wurzeln und die Ursachen der schwierigen Probleme unserer Zeit unter Beachtung vor allem der ethischen und religiösen Dimensionen von Grund auf zu erforschen und in die Gesellschaft hineinzuwirken. Ich glaube, kaum eine Universität hat einen so klaren Auftrag auch von ihrer Gründung her. Das bedeutet, dass wir auch katholisch sozusagen in der etymologischen Bedeutung des Wortes als ganzheitlich sehen und versuchen, die auch Wissenschaftsintegrationssphären miteinander zu verknüpfen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal in der Diskussion drauf. Ich habe nämlich die strenge Auflage, dass ich nicht überziehe und der Gong ertönen wird, deswegen jetzt hier nicht näher, aber Sie sehen an den Eckworten zur Verantwortung, Wissenschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, dass das Leitbilder sind, die Lehre, Forschung und die Mission Gesellschaft umfassen. Jenseits der Papiere, die die Universität in ihrem Leitbild trägen, gibt es, Sie haben es vorher in Ihrem Grußwort genannt, gibt es eine ganze Reihe von Bezugssystemen, die ein solches Programm und eine solche Mission auch rahmen. Das sind zum einen die verschiedenen Enzyklika kirchlicher Seite, aber auch sowas wie der Human Development Report oder das schon genannte Papier des Wissenschaftsrats. Sie haben vorher Horizon 2020 genannt und so weiter und so weiter, sodass die Herausforderungen auf der einen Seite aus der Mitte der Universität kommen, aus der anderen Seite aber auch ihre Bezugspunkte. Systeme in der Politik und im Wissenschaftssystem nochmal ganz klar haben. Das heißt, wir werden sicher im Laufe der Tagung sehr viel über die veränderte Rolle der Universität nachdenken müssen. Sie haben es auch in Ihrem Eingangsstatement nochmal deutlich gemacht, Universität findet nicht mehr nur im Raum Universität statt, sondern öffnet sich und es gibt unterschiedliche außeruniversitäre Forschungs- und Lernorte und die miteinander in Verbindung zu bringen und so eine Kultur des Transfers einer engagierten Wissenschaft hinzubekommen, ist eine, denke ich, ganz nochmal neue Herausforderung für Universitäten. Ich habe jetzt bewusst noch den Begriff Third Mission nicht in der Überschrift, weil die Kultur der engagierten Wissenschaft eigentlich nochmal drunter steht, denn es bedeutet zum einen, dass die Kapazitäten einer Universität in die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen einzubringen sind, gleichzeitig aber auch, und das ist dann auch ein Problem der Governance und Steuerung, ein Klima zu schaffen, das einen kontinuierlichen Austausch bringt und überhaupt die Bereitschaft bei Studierenden, bei Mitarbeitern und im Kollegium auch erzeugt. Die Bereiche Transfer finden natürlich im Bereich Kirche, Politik, Wissenschaft, Gesellschaft statt. Ein Beispiel, weil wir jetzt auch eine kirchliche Hochschule sind, ist zum Beispiel, dass wir jetzt gerade erwirkt haben, dass 6 unserer Kollegen auch in den Beratungskommissionen der Bischofskonferenz mit einer Rolle spielen und hier ihre wissenschaftliche Perspektive einbringen, andersrum aber auch der Transfer zurückgeht und Themen, die eben bei diesen unterschiedlichen Playern verhandelt werden, auch wieder in die Universität zurückgeben. Wenn man ein solches Ziel hat, dann muss man sich überlegen, wie kriegt man dieses Ziel auch in die Universität hineingetragen. Denn das Thema Third Mission funktioniert nur, wenn Sie hinreichend Kollegen haben, die es auch zu Ihrem Thema machen. Und das ist, haben Sie sicher gestern schon diskutiert, nicht ganz einfach. Wir haben uns insgesamt für eine dreiteilige Strategie entschieden. Einmal zu überlegen, wie können wir im Bereich der Forschung vorgehen und auf welcher Grundlage, auch auf welcher wissenschaftlichen Grundlage definieren wir denn eine solche Forschungsstrategie, eine Bildungsstrategie und eine Engagementstrategie. Im zweiten Teil kommt dann noch ein bisschen was zu Governance solcher Strategien. Und wichtig ist, dass nach wie vor das Ganze begleitet wird, auch von einer kritischen Reflexion. Bei der Forschungsstrategie
haben wir, obwohl wir seit 2 Jahren auch die Gespräche führen, immer noch die Grunddiskussion zwischen Grundlagenforschung und einer eher anwendungsorientierten Transferforschung, wie immer Sie das nennen. Wir haben uns leichter getan, seitdem wir das in der Hochschule auch auf eher wissenschaftliche Beine nochmal gestellt haben und überlegt haben, dass es nicht nur schwarz-weiß gibt, es gibt nicht nur die Grundlagenforschung und die Transferforschung, sondern es gibt eine, folgend dem Modell von Stokes, wie Sie es hier sehen, eine Forschung, die eher eine erklärungsorientierte Grundlagenforschung ist, dann eine nutzerinspirierte Grundlagenforschung, da sehen Sie schon mal nochmal einen anderen Transfergedanken dahinter, phänomenorientierte Grundlagenforschung und die angewandte Forschung. Damit wird klar, dass es ein viel breiteres Portfolio gibt und ich glaube, deswegen tun sich viele Universitäten so schwer. Ich würde nachher sicher auch nochmal interessiert in die Zuhörerschaft hineinhören, wie die Diskussion bei Ihnen läuft. Und sozusagen das Verbindende ist der gezielte Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen mit einem Nutzengewinn für Wirtschaft, Kirche und Politik. Wir haben das Ganze auch so angelegt, dass wir Profilfelder haben, unter denen sich jeweils verschiedene Forschungsschwerpunkte verbinden. Sie sehen, es ist ein offener Prozess, der weitergeführt werden kann. Zum Beispiel Verantwortung und Gerechtigkeit, darunter fallen Themen wie Nachhaltigkeit, Flucht und Migration und so weiter. Wichtig, denke ich, ist es hier aus der Sicht der Hochschulleitung, wirklich Profilfelder anzubieten, um zu sagen, es ist genug Raum und Platz, um auch relativ flexibel auf die Herausforderungen einer Gesellschaft reagieren zu können. Im Bereich der Bildungsstrategie gehört es mit dazu, dass das Campusleben auch eine Kultur der universitären Gemeinschaft ist. Wir haben viele Lehrangebote, die forschendes Lernen, Lernen durch Engagement, Service Learning umfassen. Und wir haben eine ganze Reihe von interdisziplinären Angeboten, wo insbesondere gesellschaftliche Probleme aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet werden. Wir haben zum Beispiel gerade eine Ringvorlesung zum Thema Gewalt, die jetzt sich über das ganze Wintersemester erstreckt. Und im Sommersemester wird es dann durch Seminare aus der jeweiligen Perspektive des Faches vertieft. Die Journalistik schaut sich dann an, wie schaut Gewalt im Film aus oder wie wird es in den Medien dargestellt und so weiter. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben dieses co-curriculare Lernen, also was über das eigene Fach hinausgeht, alles kreditiert, in die Studiengänge integriert. Und so ist eine relativ hohe Bereitschaft auch bei den Kollegen und bei den Studierenden da, hier nochmal zu partizipieren. Und es ist einfach genug Raum dafür mit da. Dasselbe gilt für die Engagement-Strategie, dass hier neben der Wertschätzung insbesondere auch Transfer und Kooperation in der Lehrentwicklung gefördert werden, auch finanziell unterstützt werden. Und dass wir bei Berufungen, auch mittlerweile bei Professorenberufungen, Wert darauf legen, dass dieses gesellschaftliche Engagement oder diese Diskurse über das Fach hinaus eine wichtige Rolle spielen. Ein paar Beispiele sozusagen für das studentische Engagement. Hier haben wir den Bürgerpreis gekriegt, des Bayerischen Landtages. Hier sehen Sie jetzt nochmal ein internationales Projekt in Afrika. Und hier auch online-basiertes Engagement, das heißt Lernangebote im Bereich der Bildung, die mit Hilfe von Satelliten und technischer Infrastruktur dann auch sozusagen den Raum Eichstätt nochmal öffnen und überwinden. Die Idee, die First Mission als zentrales Leitbild oder ins zentrale Leitbild zu verankern, hat sich als ein Mega-Change-Projekt herausgestellt. Ich möchte jetzt noch so die letzten 5 Minuten die entscheidenden Voraussetzungen oder Herausforderungen nochmal skizzieren. Zum einen, da werden wir nachher in der Diskussion noch drauf kommen, um in die Uni hineinzukommen und initiieren, ist es schwierig, wenn die Begrifflichkeiten unscharf sind und zwischen Service Learning, Third Mission, engagierte Hochschule, es schwierig ist, das Ganze greifbar zu machen. Und wir reden zum Teil mit Kollegen, die überhaupt noch nie sich einem solchen Thema angenähert haben,
Das heißt, hier einen Modus der Begrifflichkeiten zu finden, war schon eine oder ist immer noch eine der Herausforderungen. Dann ist immer die Frage, die auftaucht, wie verhält sich das Ziel, eine exzellente Hochschule sein zu wollen oder eine sehr, sehr gute Hochschule sein zu wollen, mit der Frage, auch eine engagierte Hochschule sein zu können. Geht beides? Und muss man nicht dann auch Exzellenzbegriffe nochmal anders und neu definieren? Ich schaue so ein bisschen auch in die Runde der Förderinitiativen. Jetzt mit der Ausschreibung zur innovativen Hochschule ist auch ein solches Instrument geschaffen worden. Bei der DFG tun sie sich noch sehr schwer, wenn sie mit solchen Projekten punkten wollen. Und darin sehe ich natürlich auch eine so hochschulpolitische Herausforderung. Wir mussten intern Förderinstrumente weiterentwickeln, also sowohl Anreizsysteme finanzieller Art, Deputatsermäßigungsweiser Art, Mitarbeiterzuweisungsart, die überhaupt die Kollegen in ähnlicher Weise, wie wenn sie ein großes Forschungsprojekt entwickeln, unterstützen. Ganz wichtig ist die Frage, wie kann man nachhaltige Strategien entwickeln? Es reicht nicht, einzelne Projekte zu implementieren, sondern hier braucht man Strategien, die jetzt über die Einzelförderung oder die Einzelprojekte hinaus ein solches Thema nachhaltig in die Hochschule integrieren. Und da ist das Problem, ich hoffe, dass Sie vielleicht gestern da schon Inputs gekriegt haben, die ich mir dann heute anschauen kann. Es ist ganz schwierig zu evaluieren, wie kann man Impact in einer Gesellschaft evaluieren und welche Tools und Instrumente hat man, um dann hinterher auch sagen zu können, Maßnahme X und Y hat sich gelohnt, hier können wir weitermachen. Da tun wir uns schwer, unsere Soziologen sind gerade dran, hier einen Baukasten auch zu entwickeln, aber das ist natürlich extrem schwierig. Dann, da hatten wir vorher schon kurz Gelegenheit, uns auszutauschen, auch Governance-Strukturen nochmal neu denken. Auf der nächsten Folie will ich das nochmal ein bisschen verdeutlichen. Das funktioniert bei dem Thema nämlich nicht so, dass man es durchimplementieren kann, sondern Sie brauchen zwischen Bottom-up und Top-down noch was dazwischen. Und wie das dazwischen ausschaut, dazu nachher auch drei Worte. Gut, dann noch ein wichtiges Thema, auch die Erwartung und die Rolle der Zivilgesellschaft. Wir hatten gut gemeinte Sitzungen auch hier im Dialogforum, wo das Begegnen auf Augenhöhe theoretisch ein Ziel war, aber nicht immer ganz einfach war. Und wir hatten auch Kollegen aus der Zivilgesellschaft, die aus Uni-Workshops rausgegangen sind und gedacht haben, so haben wir uns das aber nicht gedacht. Wir wollten eigentlich praktische Handlungstools aus einer solchen Sitzung nehmen. Und hier nochmal zu überlegen, was heißt Augenhöhe und was sind die jeweiligen Erwartungen, das bedarf eines großen Vorlaufes. Hier habe ich schon was kurz gesagt, der Zirkel, das ist nicht meiner, deswegen habe ich ihn unleserlich abgebildet, zeigt nur, wie viele Einzelmaßnahmen und Strategien überhaupt notwendig sind und wie ein Miteinander von unten und oben, wie kompliziert es ist. Wir haben in dem Bereich der Third Mission und engagierte Hochschule versucht, mit einer neuen Grundstruktur zu arbeiten, die eben kein hierarchisches System als ideales Denkmodell nimmt, sondern ein eher lose gekoppeltes. Das heißt, es muss innerhalb der Hochschule, einer von uns ist hier, der Tom Sporer, der einen solchen Job übernimmt, so etwas wie Transferagenten nehmen, eben die immer wieder zwischen den Fächern Leute zusammenbringen, die Zivilgesellschaft mit einbeziehen und die Netzwerke nochmal, also die Hauptaufgabe, es ist ein Networking einmal innerhalb der Hochschule, aber dann auch außerhalb mit Kollegen von innerhalb hinzukriegen. Manchmal weiß die Leitung gar nicht genau, was da passiert. Das setzt zum einen großes Vertrauen voraus, aber auf der anderen Seite hat es eine ganz andere Effektstärke, als wenn wir von oben arbeiten. Da sind wir gerade dabei, da haben wir auch kurz geredet, hoffen wir, dass wir nächstes Jahr auch noch professioneller begleitet werden, um in diesem Bereich zu arbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt, da kommen wir immer an die Grenzen, sind die personalen Herausforderungen, weil es kaum Stellen gibt, die in der Mitte angesiedelt sind. Wir haben Verwaltungsstellen und wir haben Wissenschaftsstellen, die jeweils auch unterschiedliche Befristungsgründe haben. Aber diese Stellen, die ein hohes Maß an Wissenschaftlichkeit, aber gleichzeitig ein hohes Maß an Organisationsmanagement und so weiter Talent haben,
Die sind zum einen überhaupt schwer ins System reinzukriegen, diese Early Adopters, die dann auch diese Transfers schaffen. Zum anderen haben die kaum eine Karriereperspektive an einer Universität. Es gibt noch keine Promotionen oder Habilitationen, die solche Formate oder Karrierewege auch mit eröffnen. Das heißt, alle die, die sich auf diesen Prozess einlassen, sind langfristig natürlich, muss man überlegen, wo bleiben die dann langfristig wissenschaftlich. Das finde ich ein großes Problem, da sind wir auch gerade mit dem Ministerium am Reden. Es ist noch nicht gelöst und solange wir das nicht gelöst haben, wird es äußerst schwierig sein, hier engagierte und auch nachhaltig engagierte Menschen im Wissenschaftssystem zu finden. Für uns, ich ende mit einer Folie mit einer ehrgeizigen Perspektive, 2030 würden wir uns wünschen, dass wir die Kultur engagierter Wissenschaft als DNA durchdekliniert haben, dass wir unter den Universitäten sind, idealerweise Top 10 mit gesellschaftlicher Wirksamkeit und dass wir es hinkriegen, eine kritische Masse auch in dieser transferbezogenen Forschung nachhaltig zu aktivieren und zu motivieren, hier einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu leisten. Im Bereich der Lehr- und Studienangebote muss ich das idealerweise widerspiegeln, denn nur durch die Verknüpfung aller drei Strategien, so ja auch das Rahmenthema, werden sie ausreichend Impact auch aus dieser Mission beziehen. Und wir hoffen, da arbeiten wir gerade dran, dass wir bald auch einen Baukasten für Transferstrategien haben, die man dann weiter im wissenschaftlichen Kontext auch diskutieren kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.